Willkommen zurück, liebe Freunde der leichten Unterhaltung. Heute kümmern wir uns darum. Ich habe so eine kleine Grundidee, wie ich das machen möchte. Also die nächsten Etagen meine ich jetzt. Das soll natürlich von der Form her nicht gerade so nach oben gehen. Das sieht ein bisschen langweilig aus. Ich möchte theoretisch hier die Ecken, also die schrägen Seiten, so ein bisschen versetzt, so nach innen. Die Seiten hier, also die Quadrate? Nee. Und das Quadrate eigentlich? Ich glaube eher Rechtecke, wa? Die sollen so bleiben, die gehen weiter gerade nach oben, aber die anderen Ecken hier, die möchte ich gerne auch so ein bisschen eckig haben um eine Etage und dann wieder so schräg wie hier und das so ein bisschen höher. Wir gucken mal so hoch. Wir gucken mal wie hoch. Ich habe noch keine Ahnung, muss ich mal gucken. Genauso wie den Boden. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich den Boden mache. Ich meine, hier unten habe ich natürlich mit weißem Beton gemacht. Wäre oben auch ja nicht mal so verkehrt. Weil, ich habe mir nämlich überlegt, egal, was ich hierin mache, ich kann hier nämlich einen doppelten Boden einziehen. Beziehungsweise kann der Boden kann hier oder wird dann hier dreifach dick. Dass ich zum einen den Boden einmal als Decke habe, dann kommt so ein Hohlraum, wo ich drin eine Kabel drin verstecken kann und dann kommt der nächste Boden, wo man drauf laufen kann. Denn ich habe ja gesagt, ich möchte hier so die fenstermäßig, das möchte ich hier irgendwie so ja, weiter oben haben, wie auch immer. Müssen wir mal gucken. Also irgendwie, so habe ich mir das bildlich vorgestellt. Ich habe echt eine Weile gegrübelt. Ich habe übrigens die letzte Folge noch nicht mal hochgeladen, obwohl die schon 2 Tage her ist. Aber hey, musste ich übrigens auch so ein bisschen schmunzeln. Denn genau den Morgen, als ich die Folge aufgenommen habe, die letzte Folge, kam am nächsten Tag hier gleich überall die Sache mit der YouTube-Monetarisierung und ja, und schmeißt mich aus Partnerprogrammen raus und ja. Wie gesagt, ich musste echt ein bisschen schmunzeln. Also das war, ja, alles eigentlich ein bisschen lächerlich, aber was soll's. So, jetzt habe ich weiß ja nicht, wie viel. Warte mal, 2 Stacks reichen mir eigentlich gar nicht, kann das sein? Ups. Ich brauche schwarzen Farbstoff. Wie mache ich denn sowas? Schwarzer Farbstoff. Ich habe gedacht, ich habe ein bisschen was mehr. Jetzt hätte ich natürlich auch ein schwarzes Huhn machen können. Das ist natürlich jetzt. Ja. Clever. Gut, dann sollte ich vielleicht einfach mal noch ein schwarzes Huhn machen. Na, das können wir ja gleich machen. Das können wir ja parallel machen. Das ist ja hier alles ein bisschen easy going. So, komm mal her hier. Das Wasser kann da erstmal rinnen und das Schwarz. Oh. Da lag noch ein Eimer drin. Warte mal, den Eimer können wir eigentlich wieder auskippen. Den brauchen wir. Huch. Den Eimer brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das können wir ja so machen. Hier, zap, zap, ab. Wie sieht's hier aus? Oh. Da kommen wir ja doch ein bisschen weiter. Weiter als gedacht. Okay. Heißt, 2 Stacks Schnee und 1 Stack Beton. Warum mache ich jetzt schwarzen Beton? Obwohl, ich kann den schwarzen Beton ja als Decke machen. Mache ich den schwarzen Beton als. Warum mache ich jetzt schwarzen Beton? Ja, ich mache jetzt schwarzen Beton. Warum mache ich schwarzen Beton? Verstehe ich gerade nicht so richtig. Das Schwarz sieht doch doof aus. Warte mal, wir nehmen mal hier mal so ein. Hallo? Wir gucken mal. Ja, schwarzer Beton ist doch Quatsch. Mit weißem Beton. Na, ist egal. Haben wir jetzt schwarzen Beton erstmal. Da gucken wir, was wir daraus machen können. So, wir machen hier erstmal weißen Beton. Damit wir hier schön Decke haben. Bin natürlich immer ganz fleißig dabei. Oh. Oh, das könnte eine Weile reichen. Hier. Nee, da unten. Geht mal hier. Alles schön mit Apatite hier.
Apatite läuft. Haben wir alle da. Jetzt braucht jemand was zu einer zu viel. Denn ich brauche tatsächlich. Mal, den können wir hier erstmal wegräumen. Das räumen wir hier auch weg. Denn wir brauchen natürlich Dütte. Und dann brauche ich jetzt hier noch einmal kurz ein Stack Erde. Aber ich muss ja irgendwie hochkommen. Denn fliegen kann ich ja noch nicht. Dann werde ich erstmal. Ja. Ich werde. Kann ich mir nicht auch gleich zwei Fahrstühle machen? Weg mal gleich machen noch. Warte mal, ich steck mich mal kurz so hoch. Und erstmal irgendwas verbrauchen hier. So. Dann machen wir erstmal den hier. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Ja. Da haben wir wohl was vergessen. Toll. Na, das läuft ja wieder hier. Da müssen wir ja erstmal ein bisschen was verwandeln hier. Oh, das ist wieder alt. Was hatte ich denn gerade noch auf dem Schirm gehabt? Ach so, genau. Ich wollte zwei hier Fahrstühle. Das ist schon. Na, Gott sei Dank habe ich alles ein bisschen hier abgebildet. Hier geht es ein bisschen was schneller. Trotzdem komme ich hier nicht allzu so weit. Ja. Hier rein, hier so, zack. Ja, ich wollte noch zwei Fahrstühle machen. Genau, da war ja noch was. Den Fahrstuhl. Nein, dann nehmen wir mal den Elevator. Elevator. Auch nicht. Bin ich denn bekloppt? Wie heißt denn das Ding hier? Das ist der Elevator. Das ist ein Elevator. Was ist dein Problem? Warum machst du? Elevator. Achso, falsch geschrieben. Auch nicht schlecht. Jetzt ist natürlich die Frage, sollte ich vielleicht... Nehme ich einen weißen Fahrstuhl oder nehme ich denn doch lieber eine andere Farbe? Gut, schwarz habe ich natürlich gerade. Was haben wir noch an Farbstoff hier drin, ne? Wir gucken mal, ob wir hier mit Rot klarkommen, wie das aussieht. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Wir machen mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir brauchen mal 16 Stück. So, wir haben hier 16 Stück. Alles, jo. So, haben wir alles da. Dann nehmen wir nochmal eine Enderperle. So, dann haben wir hier nämlich gleich zwei. Das sieht schon mal richtig... Na, der Rot sieht aber... Ich sage mal semi-geil. So, haben wir hier. Passt das? Nee, müssen wir hier hin wahrscheinlich, wa? Gucken wir mal. Immer mal den. Ich glaube, das könnte die Mitte sein. Mal kurz ein bisschen zaubern hier. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, hier auf die richtige Höhe zu kommen. Ich habe noch keine Ahnung, welche Höhe jetzt die richtige ist. Denn auf der einen Seite kommt ja auf die Höhe, kommt ja. Das war 55. Ich glaube, 75 war die Decke, richtig? So 76, 77. Warte mal, dann könnte das ja durchaus. Ja. Könnte das was werden. So, da komme ich aber jetzt nicht runter. Aber warte mal, ich habe ja. Ups. Wir haben ja No Fall Damage. Oh. Reicht schon. Aha. Kick mal einer an, ich kann hier tatsächlich die Decke zu. Ich dachte mal, das muss immer komplett frei bleiben. So habe ich jetzt eben gerade nicht gedacht. Halt, das war falsch, ich wollte den da haben. Ich hätte jetzt gedacht, das muss immer alles hier zwischen Fahrstuhl und Fahrstuhl, darf keine Luft sein. So kann man sich irren. Nur dann kann man sie doch zubauen. Na, ist doch in Ordnung. Gut. Auch nicht schlecht. Trotzdem muss ich mir erstmal eine Grund.
warum habe ich jetzt hier einen weißen Beton im Inventar? Hä? Wie habe ich denn das gemacht? Wie habe ich denn jetzt das gemacht? Warum ist das? Gut. Soll mir recht sein. Da muss auch mal wieder ein bisschen was raus von mir. Trockenbeton hier, Trockenbeton. Reicht erstmal. Warum ist es schon wieder dunkel? War das nicht eben gerade noch hell? So, mal her hier. Nein. Schnee. So, hier haben wir den Beton, da haben wir den Schnee. Das passt, das ist auch Beton. Die Erde brauchen wir jetzt noch einmal kurz. Derweil gehen wir mal einen Augenblick schlafen. So, und am Schlafen. Kaffee. Einwandfrei. Geht doch nicht über den Hund. Also ich muss die roten Fahrstühle austauschen noch gegen schwarze. Also das geht ja nur ja nicht. Es sieht ja nur mehr als Stulle aus. So, Schnee. Da haben wir Schnee, hier haben wir Beton. Warum habe ich denn jetzt einen weißen Beton drin? Wo kommt denn jetzt der einzelne Beton her? Was ist das schon wieder? Warum? Was habe ich denn verpasst? Schnee. Genau. Ach, diese Magma-Tiegel, das ist echt schon. Das ist eine wahre Freude. Das alles gut funktioniert. So, gut, okay, pass auf. Bauen wir uns erstmal hoch, damit wir hier irgendwie auch mal vorankommen. Und ich habe so viele Baustellen im Kopf. Wo ich mir sage. Voilà. Da. Ja, wo ich mir sage, ich muss hier definitiv mich neu sortieren. Naja, und dann reden und spielen gleichzeitig oder denken und spielen gleichzeitig ist nicht ganz so einfach manchmal. Wir machen erstmal hier, damit wir dann den Fahrstuhl benutzen können. Da muss ich mich nicht jedes Mal hochstacken. Ja. So sieht gut aus. Wie viel haben wir jetzt hier noch? Oh, noch ein bisschen. Komme ich jetzt irgendwie gerade weiter, als ich dachte. Auch nicht schlecht. Will ich mich nicht beschweren. So. Ja, und da die Decke ja drei dick wird. Habe ich noch nicht mal Kopfschmerzen? Oh, genau. Habe ich noch nicht mal Kopfschmerzen? Hier kann ich ja echt wunderbar. So, runterfallen können wir ja so. Gar kein Problem. Jetzt, ja, wäre natürlich schön gewesen. Komme ich hier irgendwie noch ran da? Nee. Ja, mal kurz mal jetzt hier hochnehmen. Gar kein Problem. So, zack, zack, zack. Sehr schön. Ein Problem weniger. Dann kann die Erde gleich wieder weg. Und wir haben einen fürchterlichen Inventarplatz frei. So, sehr schön. So, einmal Schnee rein. Trockenbeton da rein. Sehr gut. Könnte man, naja, automatisieren, ja, könnte man machen, aber brauche ich jetzt tatsächlich nicht, weil, naja, irgendwie doch, weil ein bisschen was brauche ich ja davon. Warte mal, ein bisschen Trockenbeton da reinschmeißen, machen wir noch ein bisschen Schnee hier, mal nochmal zwei Stacks fertig machen, Schnee, also im echten Leben mache ich ja keinen Schnee, wa, den oder anderen, die mögen sich ja freuen, toll, Winter. Für mich ist Winter so, eher semi-geil. Aber hey, jedem das seine und mir das meiste. Bleib ich dabei. So, Schnee. Nein, da Schnee. Ja, so. Mal kurz zwei Stacks wieder, zack. So, jetzt geht natürlich wieder etwas, jetzt, ja. Funktioniert. So, einwandfrei. Kann ich nicht meckern. Gut, dann nehmen wir mal kurz in die Richtung hier. Können wir mal gleich halt ein bisschen. Ich liebe diesen Baustab. Weil der verbraucht sich. Oh.
Mein Beton verbraucht sich auch. Ups. Komme ich ja nur überhaupt nicht weit. Warum habe ich gerade Schaden gekriegt? Ich meine, die Rüstung, der geht's ja gut, aber... Na gut, eigentlich sollte ja nichts passieren. Aber hey, was soll's. Jetzt verbrauche ich doch tatsächlich mehr, als ich dachte. Ich hätte jetzt gedacht, ja, komm klar. Da müssen wir halt ein bisschen Schnee machen, ein bisschen Beton machen jetzt. Ja. Gibt Schlimmeres. Wie viel Stacks braucht ihr davon noch? Das waren jetzt so big 4. 4. Ja, dann brauchen wir nochmal 4 Stacks, wenn das mal reicht, wa? Könnte man doch tatsächlich automatisieren, aber nicht. Ich wollte jetzt einfach mal was bauen. Die ganze Zeit nur Technik und irgendwie kommt es ja eh nicht weiter. Also kommt man schon weiter, aber man baut sich ja immer mehr ein. Ich wollte ja die Technik schön verteilen. Und das soll ja auch mal ein anderes Bild hier annehmen. Das geht auf Dauer ja nicht so weiter. Ich meine, wir haben ja Zeit. Wir müssen ja hier nicht durchrushen oder irgendwas, das brauchen wir alle nicht. Wir können uns Zeit lassen, wir können hier rumbummeln, wir können quatschen, wir können alles Mögliche machen. Und nebenbei noch Käffchen trinken. Herrlich. So, weiter geht's im Text. Na komm, wir machen jetzt noch 2 Stacks Beton, machen wir jetzt noch fertig. Geht ja relativ schnell. Ist ja jetzt nicht so dramatisch. Ja, gut. Mit Eis dürfte das nicht funktionieren. Ich meine, ich kann ja hier auch Packed Eis basteln, aber ich glaube, mit Eis dürfte das nicht funktionieren, wa? Zumal Eis wahrscheinlich noch länger dauert zum Produzieren. Naja. Hatte ich jetzt. Hab ich. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe gerade schon einmal Schnee in der Hand gehabt. Habe ich mich wahrscheinlich irgendwie... Ach nee, war schon drin. Okay, gut, war ich halt... Ja, passiert. So, haben wir den auch. So, komm, 1 Stack machen wir jetzt noch und dann sollte das... Ah, das ist... Das sind 2, 4... Ja, weiß ich nicht. Nee, das reicht doch lange nicht. Ich glaube nicht, dass das reicht. Gucken wir mal. Kriegen wir gleich hin. Keine Panik auf der Titanic. Untergang sind sie alle. Kriegen wir schon hin. So, zack. Dann nehmen wir mal wieder eine Runde hoch. Machen den Boden fertig. Und dann werde ich mal die... werde ich mal die Grundform erbasteln, um euch zu zeigen, was ich so vorhabe. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Vielleicht sieht es ja auch völlig Banane aus, aber naja. Weiß man nicht. Wir können ja machen. Wir können ja wieder abbauen. Also Ecke. Da braucht er halt nicht zu gucken. Aber man kann ja mal erstmal. Man muss ja erstmal irgendwo das Grundbild hinkriegen. Im Kopf habe ich so viele verschiedene Bilder und Bauformen und ich weiß nicht, was dementsprechend, also was da wirklich gut aussieht. Beziehungsweise wie sich das schon, aber das ist halt ein anderes. Eine andere Map gewesen. Und ich weiß nicht, wie das hier so wirkt. Ja. Da muss ich mir auch tatsächlich hier ein paar Baustäbe in Reserve holen, stelle ich gerade fest. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das so... Obwohl, man kann ja so lassen hier. Zack, zack, zack. Ich weiß gerade nicht, ob mir das so gefällt. Hier, komm mal her. Da haben wir den, da haben wir den. Weil normalerweise würde ich auch gerne eine Automatisierung hier starten. Dass ich mir einfach Sachen bestellen kann. Aber wenn ich jetzt da anfange, noch mehr Maschinen drin zu kloppen, das war jetzt nicht Sinn der Sache. Ich wollte jetzt wirklich... Alter, mit 4 Stacks kommt bei Weitem hier. Ich muss ja normal 6. Boah. Na gut. Dann ist es so. Warte mal, hauen wir die mal kurz hier rein hier. 1, 2, 3... das und den noch da rein. Das waren jetzt 8 Stacks, ey. Dann brücke noch mal locker noch mal 6. Boah, alter Verwalter. Ja, jetzt hab ich wieder keinen Schaden gekriegt. Da gab es wohl
Ein paar Defizite. Wie kriege ich denn das jetzt für so ein bisschen automatisiert? Ich müsste jetzt hier ein paar Schläuche, ein paar Rohre ransetzen. Gib mal, ich habe nur noch 5 Stacks Beton drin. Jetzt weiß ich auch. Nee, ich weiß nicht, warum ich so Fülle gemacht habe, aber ich weiß, dass es definitiv nicht reicht. Weißer Trockenbeton. Da kann ich ja hier wirklich. Was sind denn die Wesen hier? Wir haben denn hier immer 9, 18. 18 Stacks Beton? Bist du dir sicher? Alter Verwalter. Das nenne ich viel. Stacks? Das sind 18. Nochmal fast 8. Naja, so 16 Stacks. Brauche ich tatsächlich davon. Boah. Das nenne ich meine Hausnummer. Das habe ich ja völlig überschätzt. Wie habe ich denn das da unten gemacht? Habe ich mich hier auch stundenlang hingesetzt und habe hier. Weil ja, ich habe eine Weile gestanden, bevor ich mir die Maschine hier upgradet habe, aber. Alter Verwalter. Ich meine, jetzt laufen sie noch relativ schnell. Ah ja. Dann wisse ich zumindest für das nächste Mal Bescheid. Ich meine, das sollte ich wissen, aber ich werde es vermutlich bis dahin wieder vergessen haben und werde mich wundern, wie viel Stacks ich verbrauche. Ja. Das ist dann so eine typische. Auf alle Fälle haben wir jetzt schon mal den Boden drin. Das ist schon mal viel wert. Aber ich muss ja dann noch mal einen zweiten Boden einziehen. Das ist ja aber auch kacke. Müsste ich eigentlich ja nicht. Nee, dann werde ich den Fahrstuhl eine Etage tiefer setzen und dann werde ich mal gucken, ob ich den Boden nachher eventuell vielleicht anders einsetze, weil jetzt nochmal so viel, wenn gut Sand, Bruchstellen, das ist alles nicht das Thema, Kies, Schnee, das kriegen wir hier auch wirklich alles, ja, für umsonst, das ist ja schon automatisiert, aber ich weiß nicht, ob das so. Ich setze den Boden rein, ich habe den Boden denn drinne. Wenn ich jetzt da Etage draufsetze. Ach, wir gucken einfach mal. Wenn ich kann es ja zwischen den Folgen immer noch umbauen. Das ist ja nur nicht das Thema. Ist das heftig? Es ist heftig. Ich gehe mal noch pennen derweil. Gehen wir nochmal pennen. Gucken wir mal. So, Käffchen. So, alle bevor er kalt ist. Naja, kalt. So ein bisschen pupsig ist er schon. So. Haben wir den hier auch noch? Oh. Man könnte auch mal Beton einlegen. So, haben wir einmal Schnee. Wunderbar, haben wir den nächsten Stack fertig. Kommt meine Maschine hinterher. Ja, oh, zieht ein bisschen was raus, wieder rin. Das passt alles. Kommt so noch wunderbar klar. Achso, übrigens fällt mir gerade noch was ein. Ich habe mittlerweile, weil ich jetzt mal so peu à peu mache, ne, ich gucke ja immer so, was ist denn hier so meine Abwesenheit an Erodium drin gekommen. Und ihr seht, ich habe hier schon ein paar Solarpanels drin. Für allerdings Tier 2. Also ich habe schon von den Tier 2 Controllern habe ich jetzt schon 4 Stück komplett fertig. Bin jetzt dabei, die auf Tier 3 zu upgraden. Dafür brauche ich aber jetzt noch mindestens, nee, nicht noch mindestens, brauche ich jetzt noch 3 Solarpanels in der Variante. Dazu brauche ich aber noch ein bisschen Erodium. Das Erodium kommt zwar peu à peu, kommt auch ja nicht mal, das heißt, kommt doch, das ist wenig, was drin kommt. Aber dadurch, dass ich es ja auf den Server gezogen habe, hier alles, ja, läuft es dann so wirklich eben durch. Wenn ich jetzt wirklich hier auf dem, ja, auf dem Rechner spielen würde, alleine so auf dem Client, das wäre eine Jahresaufgabe, bis da genug Erodium dabei ist. Also da ist dann die Server-Variante schon 100 Mal besser. Bin ich jetzt nicht traurig, dass ich das so gemacht habe. So, jetzt haben wir den hier auch fertig. Ah, kicken hier, jetzt haben wir hier 5 Dreiviertel Stacks, werden wir ja wohl hinkriegen. So, was wir jetzt aber als erstes machen erstmal ist, halt so rum, wir werden mal ganz freundlich den hier abbauen. Den da abbauen. Und den Fahrstuhl da einsetzen. Und ich befürchte, mein Stab reicht nicht aus.
Na Gott sei Dank haben wir hier noch Diamanten. Ich glaube so um die, was war das, 50.000 oder so? So, mal jetzt hier, zack. Zack. Oh, geht der Stab flöten. Der wird kurz vor Ende, wird da die Hufe hochreißen. Wetten? Und dann rennst du nochmal runter und machst nochmal einen Stab fertig. Obwohl, das können wir jetzt ja auch mit der Hand fertig machen. Können wir nicht, weil der Beton ja nicht reicht. Na, ist doch... Schade, dass hier keine Haltbarkeit drauf ist. Na ja, gut. Dann machen wir halt nochmal die... Ach komm, die Bedenstacks machen wir jetzt fertig. Dann ist er zumindest erstmal sauber raus. So, reicht erstmal ja sowieso noch nicht aus. So, haben wir den. Dann müssen wir hier wieder... Was ich allerdings übrigens schade finde... Was haben wir? Da haben wir das hier. 52.000. Was ich schade finde ist... ist natürlich... Ich kann ja hier mehrere Rezepte eigentlich basteln. Ne? Wenn ich jetzt hier im E-System bin, kann ich hier nur diese komische... Diese Pike, also diesen Speer einfach nur basteln. Vorteil ist tatsächlich, ich kann hier in der Workbench, ja, wenn ich jetzt hier ein Rezept einlege und ich habe dafür eigentlich zwei Rezepte zur Verfügung, kann ich mir das hier auswählen. Genauso klappt das auch in dem Tinkers Table, allerdings ja, im ME-System nicht. Finde ich ein bisschen schade. Wäre schön, wenn das den Mod-Entwicklern irgendwie auffällt, beziehungsweise demjenigen, der diese... Ich meine, ich habe die Sache mit den Rezepten hier. Ist das von Just Enough? Doppelt Rezept, irgendwas hin und her? Halt. Boah, Material. Ja, kommt ja nicht vom ME-System, also nicht von Applied Energistics, sondern das kommt ja von dieser komischen anderen Mod. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Wenn denen das irgendwie auffallen würde, dass das da nicht funktioniert. Ich traue mich immer nicht in den Foren da was drin zu schreiben, irgendeinen Wunsch zu äußern, weil da so viele... ich weiß nicht, wie alt da die Schreiber da sind. Aber die schreiben so viel Zeug da rein und so viel Bullshit, so viel, ach ja, unnötigen Kram eigentlich. Und dann sage, ey, das ist, muss denn die Mod nicht drin basteln? Was nicht. Irgendwas sollst du ja auch noch selber machen. Wenn ich hier was habe, was ich alles selber baue, habe ich nicht gewonnen. Ich meine, die Sache mit meinen Kolonies habe ich ja auch noch. Oder Douglas Cities, wo sind ja die Pferdchen? Städte. Genau, aber mein Kolonies bauen sich ja auch selber auf. Musste zwar den Bilder da bauen und muss den Farmer denn bei dem Bilder musste halt sagen, was er machen soll. Und dann rennen die auch rum und dann backen die da alle Kuchen alleine und verteilen sich da selber. Versorgen da ihr Restaurant selber und so weiter. Oh, naja. So. Beton hier. So, das Schöne ist, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber ist auch okay. So, jetzt gucken wir mal. Ich weiß nämlich nicht, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier komplett eh mal von der Kante aus hier. Warte mal. Haben wir jetzt den hier. Und dann gehen wir von dem mal aus hin. So. Oh, getroffen. Genau. Dann geht das hier so hoch. Das lasse ich hier so enger, wie es ist. Nein! Ah, oh, verdammt. Das war jetzt blöd. Das wollte ich so nicht. Jetzt hat er die ganze Reihe rumgebastelt. Denn normalerweise ist es so, dass der diese Schräge hier ja nicht erkennt. Also, dass er diese versetzten Steine nicht als zusammenhängende Steine erkennt. Eigentlich. So war mir. Hab ich da aber wohl geirrt. Na gut. Bauen wir kurz wieder ab. Ich meine, Gott sei Dank verlieren wir ja hier nichts. Tut uns nicht weh. Magneten haben wir auch am Start. Das läuft auch alles. So, was haben wir hier? Dann kommen wir da hin. Ich meine, gibt Schlimmeres. Nicht das Problem. So wie ich das gleich sehe, wenn ich mich jetzt hier gleich hochbaue. Ich muss mal durchzählen, wie viele Blöcke das überhaupt waren.
befürchte ich, dass mein Appetite hier, obwohl ich so viele an Massen-Stackweise hier gebastelt habe, dass das hier trotzdem nicht ausreicht. Aber ich kann Appetite, kann ich anpflanzen. Das geht tatsächlich. So, müssen wir mal kurz nach unten kicken. Ich muss hier im Boden einziehen. So fenstermäßig. Ach, gucken wir erstmal im Nachhinein. Wir machen erstmal den Grundrahmen. Genau. Gibt man uns den Grundrahmen erstmal an, wenn wir schauen. Haben wir denn hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Blöcke hoch. Ich hab schon mal weniger gehabt. Aber es soll ja groß werden. Ist ja Sinn der Sache. Mal her. So, den Beton hauen wir hier erstmal rein. Das brauchen wir alles noch. Denn was haben wir denn hier? So, Appetite hier. Komm mal her. Zack. Sieht jetzt, glaube ich, ein bisschen viel aus im Inventar. Ist es aber ja nicht. So, jetzt haben wir den hier. Jetzt wird vermutlich der Stab ja nicht reichen, weil die anderen hier nehmen. Bevor ich hier wieder irgendwie. Obwohl, wenn ich jetzt hier oben stehe, kann ich es ja machen. Zack. Genau. Haben wir den, dann rennen wir hier erstmal rum hier. So, jetzt haben wir zwei. Warum mache ich das schon wieder? Das ist doch völliger Blödsinn, was ich jetzt hier mache. Das ist doch völlig. Warum, Mann? Ich brauche doch bloß den Rahmen. Ich wollte doch nur den Rahmen außen machen. Warum mache ich denn jetzt hier so? Wieso? Hier eine Säule hoch, da eine Säule hoch. Warum habe ich denn jetzt schon wieder? Das ist doch Mendo. Gut. Den hätten wir ruhig lassen können. Da bringt mir doch der Baustab überhaupt nichts. Sag mir das doch einer. Das habe ich mir jetzt leichter vorgestellt, als es im Endeffekt ist. Toll. Säule. So, das machen wir jetzt nochmal runter. So. Schick, gar kein Problem. Unser Hammerwesen noch ein bisschen Level-Upgrade, warum auch immer. Braucht er eigentlich ja nicht. Kriegt er trotzdem. Also jetzt braucht er nicht. Ich meine, die nächste Steigerung haben wir jetzt bei. Gib mal, wir haben 9460 XP und bei 16.000 gibt es das nächste Level. War schon ein bisschen im Einsatz, würde ich sagen. So ein paar tausend Blöcke hat das Ding schon gesehen. Ja, man könnte noch so ein bisschen upgraden, denn was die Schnelligkeit angeht, möchte ich aber ehrlich gesagt ja nicht. Aus dem einfachen Grunde, wenn man nämlich baut und man muss was abbauen, dann ist es äußerst ätzend, wenn die ja dann so weit von durchhämmert, dass so ein Stahlbetonbohrer dann Scheißdreck gegen ist. So, genau, das haben wir jetzt. Ist doch in Ordnung. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ups, haben wir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, welche Höhe haben wir jetzt? 85, genau, passt. Sehr schön. 1, 2. Oh. Ich sehe gerade, dass der. Dass die Voxel, nee, dass die Journey Map von den Koordinaten ja nicht so schnell hinterherkommt, wie ich mich hochbaue. Obwohl es ja nicht wirklich. Ja, nicht wirklich schnell ist. Aber die hingen gerade so um zwei Blöcke hinterher. Drei. Passt. Aha. Okay, also mit dem Stab, da brauchst du ein bisschen länger. Ist in Ordnung. Hängt so ein bisschen.
Macht aber nichts. So, dann bin ja ich mal gespannt, wie das gleich aussieht. Zap, zap, ab. Das läuft auch. Bin wirklich neugierig. Also im Kopf sah das echt nicht so doof aus. In meinem Kopf. Aber ein bisschen schwierig. Verstehe mal ja nicht, wenn ich überlege, wie wenig ich eigentlich schaffe in einer so einer Folge, wenn die schon wieder über eine halbe Stunde geht und andere da wirklich eben durchhämmern und bis ich was alles bauen. Da frage ich mich manchmal tatsächlich, haben die denn noch Spaß am Spielen? Ich meine, ich spiele ja, weil mir das, also ich mache das ja, weil mir das Spaß macht, ne? Ich kack mal auf die Monetarisierung. Ich meine, ich hab das nur schon x-tausendmal erwähnt, ich glaube auch in der letzten Folge. Ich hatte noch nie eine Auszahlung von YouTube, geschweige denn habe ich 4000 Stunden in 12 Monaten geschafft, also an Watchtime. Bei mir waren es, glaube ich, 1200 und ein paar zerhackte. Aber ich möchte doch eigentlich, das soll Spaß machen beim Spielen. Und ich glaube nicht, dass das Spaß macht, wenn man hier pro Folge so dermaßen durchraschen muss und viel schaffen muss, nur damit die Zuschauer zufrieden sind. Ich meine, klar, man macht es ja nicht nur für sich selber. Ich nehme halt Spiele auf oder ich spiele halt und nehme auf, weil ich eben den ein oder anderen Zuschauer tatsächlich habe. Ne? Zwei, drei schreiben mal ab und zu doch was in die Kommentare. Ne? Die Kommentarsektion ist immer so ein bisschen ruhig. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Aber ich sehe ja an den Aufrufzahlen, was passiert. Na, also auch ich beschäftige mich trotzdem mit den YouTube Analytics. Auch wenn ich da nicht wirklich einen großen Nutzen draus ziehen kann, weil das eben für mich hier keine Existenz ist, sondern wirklich Spaß an der Freude. Oh. Aber eben nochmal die Frage, wenn ich hier das so wirklich durchrushe und in 40 Folgen hier, keine Ahnung, was für Konstrukte hingezaubert habe, dann ist es doch nicht mehr so der Sinn der Sache. Das ist doch wirklich ja nur noch, ja, das ist dann eben anstrengend. Auch wenn es für den einen oder anderen halt eben Beruf ist und Existenz ist. Aber da geht doch der Spaß für dich flöten. Im Grunde genommen ist es so wie bei Gronkh, bei Live in the Woods oder After Humans, wie das heißt, gemütlich bauen. Viele Folgen, man hat ja nur auch schon ein paar hundert Folgen da fertig. Das ist eine Weile ausgesetzt. Aus Zeit- und Lustgründen ist auch völlig in Ordnung. Die Gründe sind da völlig okay. Ich möchte auch nicht sagen, dass es ein Fehler war, Debitor mit drin zu holen. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Da lernt er noch ein bisschen was, beziehungsweise kann er ein paar Sachen umsetzen. Aber Debitor baut eben anders, ne? Er hat eben einen anderen Baustil, eine andere Baugeschwindigkeit. Aber was völlig normal und völlig in Ordnung ist, einfach nur, weil er sich auch mit den Mods auskennt. Aber das ist, ist so ein Durchrennen und ich weiß es nicht. Also wenn ich halt keine Lust habe, dann nehme ich halt auch nicht auf. Das ist halt ein großer Vorteil. Beziehungsweise, was heißt Lust? Lust zum Spielen habe ich ja eigentlich immer, aber ich kann ja nicht vor und nach der Arbeit hier am Rechner sitzen und rumspielen. Das geht natürlich nicht. Auch wenn ich es mir wünschen würde, dass das gehen würde, muss ich gestehen. Wir müssen ja eigentlich nicht. Warte mal. Wir nehmen mal kurz die Spitzhacke. Müssen wir hier ein bisschen Licht zaubern. Auch finde ich gut. Ist doch in Ordnung. Dieses Lumia-Zeug ist echt praktisch. Ich frage mich, ob es das vorher schon gab. Findet echt mega. Also du rennst da einfach lang, hast du automatisch Licht. Einfach nur, weil die Spitzhacke hier der Meinung ist, sie muss jetzt hier Licht machen. Warte mal, wir haben jetzt eine Haltbarkeit. Wir haben jetzt eine Haltbarkeit von, bin ich blöd? Bin ich blind? ...529 XP. Haltbarkeit 830, Haltbarkeit 6. Wo ist denn jetzt die Haltbarkeit der Spitzhacke hin? Kann ich gar nicht sehen. Hätte mal interessiert, ob die Spitzhacke, ob die Haltbarkeit verliert, wenn die so eine komische
so eine Lichtmurmel hier setzt. So ein Leuchtball, meine ich. Naja, auch nicht weiter wild. So, haben wir erstmal ausgeleuchtet. Dann gucken wir uns das mal ganze Ding an. Steht ja ein bisschen dicht am Berg, aber der Berg muss sowieso weichen. Jetzt ist die Frage, ziehe ich jetzt den Balken noch einmal runter? Nicht den Balken, die Säule? Kann ich das so lassen? Wenn ich jetzt wieder vom alten Prinzip her nach oben gehe? Da irgendwie? Naja. Muss ich doch tatsächlich noch ein paar Etagen nach oben bauen. Komme ich echt nicht drum rum, wa? Komme ich echt nicht drum rum. Dann müsst ihr euch vorstellen, das, was jetzt hier, das, was ihr jetzt seht, wird jetzt immer wieder aufgedoppelt. So, noch zweimal, dreimal, mal gucken. So ein bisschen Bauhöhe haben wir ja noch. Soll ja groß werden, soll ja riesig werden. Natürlich verbunden mit Fahrstühlen, ist klar, weil treppenmäßig sieht es ein bisschen doof aus. Könnte ja so eine Art Nottrepp. Nee, kann man nicht. Das passt hier nicht rein. Also nicht jetzt in das Gebäude. Gibt noch andere Gebäude nachher. Auch die ganze Stadt nachher wird unterirdisch mit Tunneln und U-Bahn alles nachher belegt. Aber, oh, jetzt habe ich schon ziemlich weit gespoilert. Aber das ist noch sehr weit hin. Das ist noch sehr weit hin. Und wie gesagt, noch ein kurzer Hinweis. Wie gesagt, also servermäßig läuft ja alles. Ne? Wir haben schon mal kurz angetestet und so weiter, ob alles klappt und so. Ob das mit dem Modpack weiterreichen, ob das so auch alles funktioniert. Modpack werde ich jetzt die nächsten Tage noch mal kurz updaten, ne? Weil wenn ihr halt seht hier, wir haben hier, was haben wir denn hier? Actually Editions haben wir da. Den Leiter-Mod können wir machen. Wozu jetzt der Core jetzt war, habe ich vergessen. Werde ich noch updaten. Auf alle Fälle. Gucken, ob es funktioniert. Ob die Pfeilen. Ja gut, okay. Da kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und ja, dann werde ich mir noch zwei, drei Leute hier dazu holen. Nicht die bei mir mitbauen, das ist nicht Sinn der Sache, sondern selber bauen. Genau, so ist der Plan. Und mal gucken, ob der Plan so funktioniert. So, 4 Slots habe ich auf meinem Server, ist halt Standard, so 4 Slots. Aber ich denke mal, 4 Spieler reichen auch aus. Dann sollte es eigentlich funktionieren hier so. Wie gesagt, boah, ja. Ja, muss man gucken, wenn auch noch das Glas drin ist. Zum blauen Stein, also zum blauen Apatite, da muss dann irgendwie, muss da noch ein Glas rein bestimmt. Aber kein blaues Glas. Grün, rot, weiß. Oder vielleicht, nee, schwarz macht dunkel. Ach, ich weiß noch nicht. Muss mal gucken. Probieren wir einfach mal aus. Gut, ich würde sagen, genug gelabert. Ist ja schon wieder so eine XXL-Folge. Toll. Sag ja, dreiviertel Stunde und gerade mal hier eine Etage aufgebastelt. Und ein bisschen Beton gemischt. Egal. Sehen wir uns denn morgen wieder? Bis? Ja, morgen könnte sein. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und tschüss.